Der Winter steht vor der Tür und alle Marken bringen neue Skihosen raus. Aber welche ist die richtige für dich? Bei den Skihosen ist die Auswahl eigentlich relativ einfach. Als allererstes orientieren wir uns natürlich nach der Wasserdichtigkeit, nach der Wasserfestigkeit, sprich wie viele Millimeter Wassersäule haben diese Skihosen. Da gibt es ja zum Beispiel billige Skihosen, die gibt es so ab 70 Euro ungefähr, die haben aber nie mehr als 5000 Wassersäule und ich sage euch ganz ehrlich, 5000 Wassersäule reicht, wenn ihr nur auf der Piste unterwegs seid, sobald nicht mehr, würde ich euch wesentlich mehr empfehlen. Da haben wir dann eher hier 10.000er Wassersäule. Merkt man halt logisch gleich am Gewicht und am Preis. Solche Hosen mit 10.000 gibt es ab 150 Euro aufwärts, wo man dann wirklich von guter Qualität sprechen kann. Natürlich hier wieder die Schwachstellen, die Nähte. Also darauf schauen, dass die Nähte verklebt sind oder sehr gut verarbeitet sind. Hätten wir diesen Punkt geklärt, gibt es eigentlich nur noch die Feinabstimmung. Wenn ihr Pistenfahrer seid, dann ist natürlich so eine Hose relativ billig. Mit 5000er Wassersäule hält auch völlig warm. Also da gibt es keine Probleme, auch bei minus 20 Grad fehlt sich da gar nichts. Das einzige Problem ist halt die Wasserfestigkeit, solange ihr auf der Piste seid. Kauft euch solche Hosen, sind nicht teuer, kann man locker für unter 100 Euro kriegen und halten trotzdem genügend warm. Kann man natürlich auch in dünneren Varianten kaufen. Wenn ihr viel im Powder unterwegs seid, und das meine ich wirklich viel, und auch bei kalten Temperaturen, dann nehmt ihr so eine Hose, kostet ca. 150 Euro aufwärts. Die hier ist jetzt von Quicksilver, hat 170 Euro gekostet, hat eine 10.000er Wassersäule, sehr gut verarbeitete Nähte und ist, seht ihr schon, relativ dick. Im Gegensatz zu dieser hier, die ist von Volcon, vom Gewichtvergleich ist auch wesentlich leichter, hat auch eine 10.000er Wassersäule, hier die Hose von Volcon, und ist wesentlich dünner, also die kann man wesentlich besser zusammenfalten. Nachteil hier ist nicht ganz so warm, dafür aber leichter beim Skitouren gehen zum Hochkrempeln, muss man sich vielleicht eventuell eine wärmere Skiunterwäsche bei der Hose anziehen, dafür ist sie mehr zum Skitouren gehen auch gedacht. Wenn ihr aber ultimativ Skitouren gehen wollt, dann kommt ihr an einer Skitourenhose nicht vorbei. Sind sehr dünn, also eher zum Frühlingsskifahren gedacht. Oder natürlich, wenn ihr eine Skitour geht, dann geht man rauf, da braucht man ja nichts Warmes. Da ist man ja eh angestrengt. Und zum Runterfahren beim Skitouren gehen nur einmal, reicht es dann auch allemal. Gibt es in ganz dünner Ausführung, gibt es aber auch in dickerer Ausführung. Das hier ist jetzt eher eine dickere Ausführung. Der Vorteil an diesen Hosen ist natürlich, sie sind unglaublich leicht. Sie haben hier unten einen Reißverschluss, der weit zum Verstellen ist. Das ist überhaupt ein Feature, wo ihr bei allen Hosen schauen solltet, dass das dabei ist. Und natürlich, sie ist unglaublich kompressibel, passt sofort in jeden Rucksack und kann man auch schön hochkrempeln am Bein. Das ist die Wahl für euch, wenn ihr Skitouren gehen wollt. So, wenn jetzt ihr genau von mir wissen sollt, hey Jakob, was für eine Skihose braucht denn ich? Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare runter. Ich sage euch dann, ich antworte euch so schnell wie möglich und ich sage euch dann, welche meiner Meinung nach zu euch passen würde. Und wir sehen uns beim nächsten Trip-Tipp.